Ja, Kertész, er ist einer der berühmtesten Fotografen der Fotografiegeschichte, insbesondere jener Epoche, die man vielleicht als klassische Moderne der Fotografie bezeichnen kann. Und er steht in einer ganzen Reihe von Ausstellungen, die wir großen Fotografen gewidmet haben. Und das Werk von Kertész ist ja auch deshalb sehr, sehr interessant, weil er keiner dieser großen künstlerischen Richtungen der 1920er und 1930er Jahre zuzuordnen ist. Er hat schon surrealistisch fotografiert, bevor es Surrealismus gab, aber er war kein Surrealist. Er hätte sich auch nie als solcher bezeichnet. Er war ein sehr scheuer, distanzierter Mensch. Er kannte viele Künstler, berühmt zum Beispiel hier die Aufnahme zu sehen aus dem Atelier von Mondrian. Er hat in Amerika nicht diesen Erfolg gehabt, den er sich gewünscht hätte. Zum Beispiel Live wollte nie veröffentlichen, weil er ja so seltsam verzerrte Fotos geboten hat. Und er ist dann zurück nach Paris. Aber Paris hat er immer als seine Heimat gesehen. Da hat er seine Karriere gemacht und er hat seine gesamte Sammlung dem französischen Staat vermacht. Und deswegen können wir heute diese Ausstellung zeigen. Na, es gibt eine interessante Fußnote, denn Kertész hat 1929 schon im Gropiusbau ausgestellt, in dieser berühmten, unter Kennern weithin berühmten Ausstellung Film und Foto, bei der über 100 Fotografen über 1000 Aufnahmen hier im Lichthof des Martin-Gropius-Baus gezeigt hat. Also Kertész war in den 1920er Jahren bekannt, aber ich würde sagen, nach 1945 hat er nie eine Ausstellung in Deutschland gehabt. Und insofern ist dies die erste große Retrospektive, die wir ihm widmen. Und ich glaube, dass das Werk neu entdeckt werden muss.